Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß, es ist auch so eine kleine Floskel, aber mir persönlich ist es sehr wichtig. Darf ich fragen, geht es euch gut? Seid ihr gesund? Ja? Okay, cool. Seid ihr einigermaßen okay durch dieses Jahr gekommen? Ja. Mit Höhen und Tiefen, aber ich erlaube mir zu sagen, wir sitzen alle im gleichen Boot, oder? Es ist ja nicht irgendwie die oder ich oder die anderen, sondern ich habe festgestellt, dieses Jahr, da gab es auch ganz tolle Dinge, die man machen konnte. Abgesehen davon, dass man auch als Papa unfassbar viel mehr Zeit hatte, mit den Kids zu verbringen. Meine Kinder können jetzt großartig. Also mein Sohn ist ein Mountainbiker, der wird jetzt ein Mountainbiker. Na, mal schauen. Was auch immer du willst. Hauptsache, du bist glücklich. Aber ich habe auch gemerkt, so die kleinen Dinge sind schönerweise mehr geworden. Ein kleines Bitte, ein kleines Danke, auch durch die Maske, ein kleines Lächeln. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir ist aufgefallen, es tut nicht weh, so ein kleines Hi. Auch wenn man so einen großen Abstand auseinander oder voneinander weggibt auf der Straße, ja, nicht in die Nähe kommen. Man weiß ja nicht, ist jetzt früher ist es irgendwie eine Armlänge, jetzt ist es 1,5 Meter, dann ist es 3 Meter, dann weiß man nicht. Aber trotzdem sagt man, hey, es tut mir leid, aber ich wünsche einen schönen Tag. So Kleinigkeiten, die sind mehr geworden, die fand ich großartig. Nichtsdestotrotz, ich würde gerne für euch einen Song spielen aus meinem Album Alles auf Hoffnung. Das, by the way, dieser großartige Mann hier am Keyboard, der für euch heute Abend spielt, Stefan C. a.k.a. Mr. Toe produziert hat. Es gibt da einen unfassbaren tollen Song und die Geschichte dazu ist, es war ein Albtraum. Es war ein Albtraum, aber der war so intensiv, der war so real, dass man schweißgebadet aufwacht und nicht weiß, was ist jetzt, was ist Wirklichkeit und was ist Wahrheit. Das ist ein guter Satz, aber es war zum Glück nur ein Albtraum. Aber ich denke, jeder von uns hatte mal eine Beziehung und die ging irgendwann zu Ende. Und man denkt sich so, ah ja, das ist besser. Es ist besser so, wir haben eh nicht zusammengepasst. Das ist, ja. Geh doch zu ihm, ist doch viel besser dort. Ja, wollte ich sowieso machen, weil du sowieso nicht das tust, was ich will. Aber wir haben den Müll doch schon rausgebracht. Ja, jetzt ist zu spät. Ist alles cool, ne? Ego, Stolz. Aber dann, früher oder später, kommt der Punkt, wo er oder sie einen oder eine neue hat. Oh. Dann ist man nicht mal mehr. Dann ist man nicht so cool. So. Ah, ich komme schon drüber weg. Ich bin ein Mann. Ich habe unfassbar tolle Cowboy-Stiefel an, die unfassbar wehtun, weil die noch neu sind. Aber ich komme drüber hinweg. Puste. In dem Fall war es glücklicherweise nur ein Albtraum. Dieser Song heißt Herz. Weiß er eigentlich, wer du wirklich bist? Kennt er dein innerstes Ich oder nur dein Gesicht? Es ist so verdammt hart, wenn er neben dir liegt und nicht ich. Das, was wir mal waren, da komm ich nie mehr zurück. Wenn du lachst, werd ich nicht bei dir stehen. Und wenn du weinst, deine Tränen nicht sehen. Mein Herz, es schreit nach dir. Es soll schweigen, jetzt kann ich mehr. Ich will zurück zu dir. Ich halte es fest, es fällt mir so schwer, dieser Schmerz. Hätte ich niemals gelaufen.
manchmal bild ich mir ein, dass ich dich immer noch sehe. Neben mir, sag, vermisst du mich auch? Hallo Realität. Wenn du lachst, wenn ich nicht bei dir stehen. Wenn du weinst, deine Tränen nicht sehen. Applaus für the one and only Mr. Big Apps an der Gitarre, a.k.a. Stefan Meyer.